So einfach als an die Wiki macht Martel. So, also kommen wir weiter zu den Kursen, zu der ersten Klasse und machen wir mal weiter. Weil, wie gesagt, man weiß ja nie, was man so alles verpasst hat als Erwachsener. Ne? Gerade für Erwachsene ist sowas nicht schlecht. Für Erwachsene ist sowas nicht schlecht, weil sie halt wirklich dadurch halt auch für ihre Kinder können sie mal helfen, wenn sie erstmal das gemeistert haben. So, was haben wir dann als nächstes? Okay, bereit zum Üben? Jawohl. Da werde ich mal aufgezogen. 10 plus 6. 10? Na, wie viel sind das denn, wenn wir 10 Äpfel haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja! 6 plus 10 sind 16. Ja, Leute. Also wirklich, das ist Grundwissen. Juhu! Wir haben es richtig gemacht. So. Also, das ist ganz wichtig. Wenn addiere 9 plus 2 gemacht wird, dann ist gleich 11. Jo, müsste eigentlich 11 sein. So, wir wollen, dass das gleich jetzt ein bisschen anders gestaltet ist. Jetzt hoffe ich, dass das nicht durcheinander gebracht man wird. Also, man sollte durcheinander gebracht werden, aber nicht bei mir. Und nächste Aufgabe. 12 plus 18, ganz klar, sind 20, das ist Kopfrechnen. Machen wir mal ganz schnell. 14 plus 3 sind 17, jawohl. Und nächste Aufgabe sind 13. Weil es ist egal, es ist also wichtig, in Mathematik spielt keine Rolle, ob das jetzt auf der linken Seite steht, 2 plus 11 oder auf der rechten Seite. Ne? Ob liberal oder konservativ. Beides ergibt 13. Ne? So. 8 plus 3 ist natürlich 11. Und die nächste Aufgabe, 6 plus 11 sind 17. Naja, so schwer ist das jetzt auch nicht wieder gewesen. Juhu! Ich bin weitergekommen und weiter geht's. So, addieren. 5 plus 3 plus 6, ne? Also 5 plus 3 sind 8 und 8 plus 6 sind natürlich 14. So, es gibt verschiedene Arten zu addieren. Letztendlich ist es auch da ganz einfach zu verstehen. Ich kann, solange ich ein Pluszeichen nach einer Addierung gebe, kann ich immer hinzufügen. Das heißt, 5 plus 3 sind 8. 8 plus 6 sind 14. Dann nach dem 6 kommt jetzt keines gleich, sondern wir stellen uns vor 6, also 6 plus nochmal 6. Dann haben wir sozusagen 20. Ja, dann stellen wir uns dann vor, die ist gleich, kommt im Nachhinein. Ne? Also man könnte theoretisch auch Super Addition Mathe Addierung machen. Also das funktioniert so: 5 plus 3 plus 6 plus 7 ist gleich. Und dann von nach dem ist gleich plus, ne, Klammer auf. 3 mal 3, Klammer zu, ist gleich. Ne? Also man kann, vieles lernt man noch, aber das ist so, fängt es immer an. Mathematik ist am Anfang einfach, danach wird es wirklich schwierig. So, auf geht's! Also, im Zauberwald waren 5 Einhörner, 6 Drachen und 6 geflügelte Affen. Wie viele Tiere waren im Zauberwald? Ganz klar, da werden die gefragt. Also die Tiere und 6 plus 6 sind 12 und 12 plus 5 sind ganz klar 17. Also es sind 17 Tiere. Im Zauberwald. Am Strand sah ich 7 Möwen, 5 Quallen und 2 Delfine. Wie viele Tiere sind das? Das ist ziemlich einfach zu rechnen. Ihr rechnet ganz einfach zuerst die Delfine zu den Möwen. Da habt ihr 9 und 9 plus 5 sind 14. Da gibt es irgendwann mal ein Algebra oder beziehungsweise irgendwann gibt es ganz, ganz spät dann andere Gleichungen, weil man normalerweise in Mathematik jetzt nur gefragt wird, wie viele Tiere insgesamt sind das, aber wie viel dann. Irgendwann wird das getrennt, weil Möwen, ne, sind wie viele Möwen, wie viele Quallen, das kommt alles noch, ne. Das sage ich doch in anderen 1000 Jahren, bis wir am Gang gekommen sind. Also 14. Spaß beiseite. Das kriegen wir schon hin. So. Wie viel Geld brauchst du, um einen Goldfisch, einen Aquariumfischfutter zu kaufen? Ein Goldfisch 8, Aquarium 10 sind 18 und Fischfutter sind 20. Also brauchen wir 20 Euro. So.
Wie viele Räder sind es an allen Fahrzeugen zusammen? Ja, Dad fährt Auto, Mann fährt Auto, das Kind fährt ein Dreirad. Jetzt war ich mit meinen Gedanken woanders. Hätte ich schon gewundert. Sprachfehler. Sag ja, das ist die Epilepsie, ne? Sie beim Down-Syndrom, ne? Ähnlichen. Was machst du gerade? Ich habe nur Kurzanfälle, ne? Ja, die Leute glauben mir nicht, aber ich habe einen Schein, den nachweisen kann, dass ich Epileptiker bin und der wurde von 20 Professoren unterschrieben. Irgendwo müsste ich den haben. Also, weil ich verklagt werde, weil dann gebe ich politisch unkorrekt. Ich habe den Schein aufbewahrt, sicher ist sicher. Ne? So, man kann sich auch selbst erkundigen, dass ich da Stationen jetzt war. Einfach Fahomir Anjay eingeben, Nürnberger Klinikum, Dr. Fengerhund war mein Arzt, schön in Konstantin, falls Sie noch leben, Herr Fengerhund. Da heißt wirklich so. Ja, ist lustig, Dani, der lacht über seine eigenen Anfälle, die er damals hatte. So, wegen politisch Unkorrektness. Dani kann es machen, der ist ja ehemaliger. Jahrelange Epileptiker gewesen. Ja. Und man muss immer drüber lachen, was man erlebt hat, weil wir Juden sagen, wenn man nur drüber weinen würde, dann können wir uns gleich den Kugel geben. Ne? Darum lacht man halt drüber. Der Ewige sagt es ja, lache über dein Schicksal, dass du es überlebt hast. So. Ja. Na, jetzt haben wir es geschafft. Also, Mathematik. Ganz wichtige Sache, ob groß oder klein, ob Epileptiker oder nicht. Dadurch trainiert ihr eure Gehirnzellen. Es ist wissenschaftlich bewiesen worden. Also die Luzernianer, die bestreiten das. Sie sagen, dass es das nicht gibt. Und dass unser Gehirn wir nicht trainieren können. Aber das stimmt nicht. So. Minus rechnen, ganz klar, was ist Minus? Minus ist Add, hat man früher genannt, ist subtrahieren. In der Kindersprache heißt das einfach Minus, weil Kinder können sich noch nicht diese komplexen Worte angeblich merken. Ich sehe das nicht so und finde schon Kinder, die in der ersten und zweiten Klasse sind, schlau genug, um Subtraktion zu sagen oder subtrahieren. Und subtrahieren, wenn wir fragen, was ist das für ein Wort, dann können wir einfach im Web suchen und dann werden wir rausbringen, dass diese ganzen Wörter eigentlich aus dem Latein kommen. Das heißt substraher, wegziehen, entfernen. Das heißt es im Endeffekt. Und weil wir etwas entfernen, also wir haben mit 10 Äpfel und ich entferne, ich nehme mir 5 Äpfel und stibitze mir 5 Äpfel, weil ich lustig bin. Und ich das machen darf, weil es meine eigenen sind. Ne? Ganz klar, von Fremden sollte man keine Äpfel nehmen. Außer wenn ihr wie ich seid, lieber Kinder, ein Pole, dann könnt ihr klauen. Ja. Und wenn ihr wollt, dass euch die Ohren lang gezogen werden. Ich wollte immer, dass meine Nachbarin die Ohren lang zieht. Ne? Dann haben wir immer die Äpfel geklaut. Die Nachbarin? Ich mag immer wieder, sie sind so hübsch, möchte sie heiraten. Und irgendwann hat sie gesagt, naja, wenn du das immer so machst, weil du mich heiraten willst und gerade mal 7 Jahre alt bist, dann gebe ich dir die Äpfel umsonst. Dann habe ich Äpfel umsonst bekommen. Scheiße. Oh, geil. Okay. Ja, ich war frühreif. Liebe Kinder, frühreif. Okay. Aber nächste Übung. Aber heutzutage ist es halt nicht so wie in den Märchen, in den Bikers. Da kannst du nicht mit einer Frau schlafen, wenn du 7 Jahre alt bist, weil sonst kriegt die Frau Probleme. Das Kind natürlich nicht. Ja, leider, leider, leider wird alles nicht mit berücksichtigt, wenn man frühreif ist. 6 minus 4 ist 2. Ja. 7 minus 5, naja, das sind auch 2, ist ja logisch. Ach, ich habe Sachen erlebt in den 80ern, 90ern, das waren Zeiten. 17 minus 15 sind 2. Logisch, das ist auch viel zu einfach. 19 minus 6,
Aha! Und jetzt kommt der Fehler manchmal. Manche Kinder rechnen uns mit nur 6 und sagen, das sind jetzt 3. Wir haben hier einen Zehner. Das sind 13. Und 13 plus 6 sind wie viel? 15, 16, 17, 18. Moment. 13 plus 6, was laber ich da, oder? 15, 16, richtig, doch, noch, nee, 14, ja, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, so, ja, also habe ich mal einen Denkfehler gemacht, kann doch auch passieren als Erwachsener. Wenn euch ein Denkfehler passiert, so wie mir jetzt gerade, nicht so schlimm, nochmal nachdenken und dann das richtige Ergebnis reinschreiben. Nicht wie ich, als ich noch ein kleiner Junge war, da habe ich immer die Hefte zerrissen. Wenn ich Fehler gemacht habe, habe ich geschrien. Ich war ja sehr, sehr aggressiv und ein Bastard, macht es mir ja nicht nach. Hab die Kinder gehauen, hab die Lehrerin angegriffen. Sie ist schuld dran, dass ich mich verzählt habe. Und so weiter und so fort. Ach, das waren noch schöne Zeiten. Hab die ganzen Ärzte beleidigt, hab sie bedroht natürlich, da war ich gerade nur 6 Jahre alt. Gesagt, ich würde euch alle töten, wenn ich Kräfte kriege. Ich war ein richtiger Bastard. Und ich vermisse diese Zeit. Ja, als Kinder könnt ihr ein Bastard sein, ihr könnt frech sein, wunderbar. Und es passiert euch nichts. Theoretisch könnte man Chucky die Puppe nachmachen, sich ein Messer kaufen mit 6 Jahren und Leute aus Spaß umbringen und naja, da kann er nichts dafür. Zumindest heute. Ich weiß nicht, wie. Früher war heute, oh, kein Problem. Ja, so waren die Zeiten. Aber in Amerika nur ein 6-jähriger Junge bist und bringst jemanden um und sagst, das habe ich gemacht, weil das die Chucky die Puppe gesagt hat. Na, große Mahlzeit. Dann sperr dich weg. Lass mich raus. Ich bin doch nur ein Kind. Chucky die Puppe hat's mir befohlen. Oh Mann. Okay, wie viele Tiere relaxen am Teich? Es relaxen zwei Enten, ein Flamingo und ein Schwan am Teich. Wie viele sind es? 4. Ja, 4 Tiere. Genau. 9 plus 6 sind wie viel? 15. Und es soll ja mal Spaß machen, wenn ich meine Videos mache, erzähle ich euch Geschichten wirklich aus meinem Leben, weil ein User mal gesagt hat, das sind doch alles nur erfundene Geschichten. Lieber User, den kann ich anonym behalten lassen, um ihn ja nicht zu diskreditieren, weil ich so nett bin. Alles, was ich erzähle, erzähle ich mit Freude und müsste jedes Mal 100 Liter Eimer Wasser weinen, weil was ich erlebt habe, war grausam. Und ich habe das verarbeitet mit viel Humor. Und glaub mir, nein, Geschichten sind echt. Sehr echt. Und das ist mir alle passiert. Genau, ist gleich 3, weil. Jetzt kommt's, fülle die Lücken, ja. Kuchen. Also, wenn 6 minus 3 ist gleich 30, liegt das daran, weil 3 plus 3 6 sind. Ganz einfach. Da fängt es an, schon logisch zu denken. Der Lehrer fragt, Max, wenn hier 6 ist, und da minus 3 ist gleich 3. Warum hin sind hier 6? Und viele Kinder sagen, ja, weil da 6 sind. Ja, aber wie kommst du darauf? Dumm erklärt natürlich. Lehrer können ja auch nichts dafür, sind ja auch nur Menschen. Und dann sagt man dem Max, Max, ist so logisch. Hier ist eine Zahl 6 vorgegeben. Einfach vorgegeben. Und hier wird einfach werden 3, hier werden 6 Äpfel und hier werden halt 3 Äpfel abgezogen. Und dann was passiert, wenn ich dir 3 Äpfel wegnehme? Dann habe ich nur 3. Und wenn ich dir wieder die 3 Äpfel zurückgebe, was hast du dann? Dann 6. So einfach ist das. Ja. Eltern haben ja keine Zeit, sozusagen mit den Kindern zu lernen, weil die arbeiten zu viel. Ne? Und deswegen müssen Lehrer fast jeden Scheiß übernehmen. Und das ist eigentlich nicht ihre Aufgabe. Ja, ich habe mir gedacht, ich bewerbe mich bei AfD und SPD, habe ich überall gemacht. Keiner wollte mich nehmen.
Ich wollte als erstes einführen, dass die Lehrer wieder Kinder hauen dürfen. Ja? Es wäre super gewesen. Ja? Meine Lehrerin noch, da habe ich die Finger auch gemacht, ne? So schön, nur schöne Fingerkuppen. Ja, ist ja schön, nur schöne Fingerkuppen, zwei Rummi und dann. Aua! War halt alte Generation. Die Lehrerin hat vergessen, dass man es nicht machen durfte. Ich wusste als Kind das nicht. Ich dachte, es wäre normal. Habe ich halt Finger. Und siehe da, ich habe nie wieder einen Fehler gemacht. Ich habe dann immer Flöte, weil das war meine Musiklehrerin, Flöte gespielt. Immer ganz, obwohl ich es nicht wollte. Ich wusste ganz genau, jetzt kommt das. Aber ich hatte keine Angst. Und am nächsten Tag habe ich doch wieder Fehler gemacht. Weil es hat mir so einen Spaß gemacht, dass die Lehrerin mir auf die Finger gehauen hat. Ich sag ja, wenn man Baller Baller ist, dann ist alles anders. Ja. Du machst das mit Absicht, du willst, dass ich dich wieder haue. Ja, Frau Lehrerin. So. Lerne, was das Gleichheitsgesetz bedeutet. Aha. Das ist interessant. Ja, interessant. Da habe ich, glaube ich, verlernt. Also du hast gesehen, 2 bis 3 ist gleich, 5 oder 6, 1 ist gleich, 7, vielleicht so etwas wie 8 minus ist gleich, 6, weil allen nach dem, ja, ich kann es überspringen. Aha. Okay, das heißt, üben. Frage ich, das kapiert oder nicht? Also, wähle eine Lösung, finde die korrekte Gleichung. Aha. 10 plus 4 ist gleich 4 plus 1. Aha. Ja, das ist einfach. Und das erkläre ich euch. Also, wenn gefragt wird, ist das Ergebnis, resultiert dieses Ergebnis aus dem, wenn man das so macht, ist das genauso gleich, das gleiche Ergebnis wie auf der linken Seite oder auf der rechten, auf der linken Seite oder halt rechts, links, je nachdem, ist das gleich. Dann sucht ihr euch, dann vergleicht ihr das und sagt ja. Also 10 plus 4 ist gleich 4 plus 1, nein. Kann nicht sein, weil 10 plus 4 ist 14 und 4 plus 1 sind 5. 2 plus 3 sind 5 und 4 plus 0 sind 4. Also geht, aber 2 plus 3 sind 5 und 3 plus 2 sind 5. Also hier ist die Antwort 10. Ja. Eine ganz einfache Sache. Also dieses ist gleich, ist eine Frage. Ist auf der linken Seite eine Zahl und auf der rechten Seite eine Zahl. Verlangt das Ist-Gleich-Zeichen von euch die Antwort, ist die linke Zahl die gleiche Zahl wie die rechte Zahl? Wenn ja, ist gleich. Wenn nein, dann einfach nein. Also das Gleiche. 3 ist gleich, also 3 ist gleich 6 minus 2. Nein, also 6 minus 2 sind 4. 11 ist gleich 10 plus 1. Ja, weil 10 plus 1 sind 11. Okay, also ist die Antwort B. Hier das gleiche wieder das Spiel. 10 plus 3 ist gleich 13. Okay. 7 minus 6 ist gleich 1, nicht 2. Und 2 plus 3 ist gleich 5. Also ist es A. Ganz einfach. Und wieder weiter. 3 plus 2 ist gleich 5. Ist 1 plus 4 auch 5? Ja, das stimmt. Ja. Dann hier wieder ungleich und auch hier stimmt das nicht. Und von daher ist A. Es gibt immer nur ein Ergebnis hier. In Mathematik ist nur eins. Es sei denn, es sind mehrere Ergebnisse richtig. So. Ja.
Na, schau mal. Nächste Aufgabe. Und nächste Aufgabe. Ja, ich schaue mal ganz genau. Und weiter geht's. Von vorne, ich will keine Fehler, dann wird es euch nicht angezählt. Das finde ich auch gut hier bei Khan Academy. Und so könnt ihr sagen, okay, jetzt mache ich von vorne und diesmal mache ich es richtig. Ne? Bis ihr also fehlerfrei das macht, ja, dadurch habt ihr es auch verstanden. So, 9 ist gleich 16, das heißt, diese Zahl ist größer und die muss kleiner sein. Also 16 minus 7. Denn wenn ich 16 minus 7 rechne, dann habe ich auch am Ende die 9 raus. Hier genau das gleiche, nur halt eben anders. Wenn hier eine 11 ist, muss die 11 hier also eine größere Zahl als die 5 haben. Aber das darf nicht größer als die 11 sein. Okay? Das bedeutet, hier haben wir definitiv eine 6. Die 6 muss größer sein, also diese Zahl, wenn sie da auf der rechten Seite ist, muss sie größer sein als die linke Zahl, mit der addiert wird. Ja? So einfach ist das. Bei vollständigen Gleichungen, auch hier 7 ist gleich 7, das heißt 7 plus 7 sind in dem Fall 14. Denn 14 minus 7 sind 7. Hier wird es ein bisschen anders wieder. Hier ist auch gleiche, 9 plus ist gleich 17. In dem Fall ist es hier eine 8, denn 9 plus 8 sind 17. Und hier gehen wir weiter, vervollständigen die Gleichung. Auch hier 8, also ist gleich. Ganz klar, hier müsst ihr aufpassen, hier machen viele einen Fehler. Es kann keine 8 sein, es kann auch keine 10 sein. Es muss also eine 12 sein, denn 12 minus 4 ist 8. Ja, einfacher sagen. Vervollständige die Gleichung. Auch hier wiederum das gleiche. 16, also ist gleich 16, wenn die Zahl 8 plus 8 addiert wird. Ne? Das könnt ihr überprüfen, indem ihr eine 10 macht. 10 plus 8 sind 18, 9 plus 8 sind 17 und 8 plus 8 sind 16. Und die letzte Aufgabe noch, vervollständige die Gleichung. 2 ist gleich 14. Das heißt, diese Zahl ist klein und die ist der größere Wert und die muss aber hier kleiner sein als diese Zahl, ne? Damit das Ergebnis auf 2 bekommt. 14 minus 12, wie viel sind das? Das sind natürlich 2. Und that's it. Und weiter geht's im Quiz. So, also 8 bis 11 Minuten, also Quiz und Aufgaben. Findet ihr ihre korrekte Gleichung, wähle eine Lösung. 2 ist gleich 3 minus 2, nein. 8 ist gleich 3 plus 3, nein. Das korrekte wäre 10. 0 ist gleich 3, denn 3 minus 3 sind 0. Und nächste Aufgabe, vervollständige die Gleichung, hatten wir ja vorher gehabt. 8 plus 8 sind 16. Dann das nächste, wähle die Lösung. 1 plus 3, nein. 1 plus 2, ja. Und zack. Weiter geht's. Vervollständige die Gleichung. Auch hier hatten wir schon mal gehabt. Das ist natürlich 12. Und das letzte ist, wenn 2 plus 3 5 ergibt, dann kann das nicht stimmen. Aber wenn 10 plus 1 11 sind, ist gleich 1 plus 10 auch 11, dann stimmt das. Und dann haben wir das Richtige und sind fertig. That's it. Jetzt geht's weiter natürlich. Jetzt haben wir hier wieder Textaufgaben zur Addition, Subtraktion, Superhelden. Das ist ganz klar. 9 waren gestreift und 5 waren gefleckt. Wie viele Sehungen habt ihr beobachtet? Also 9 plus. Ne? Und auf eurer Klassenwand nach Schottland habt ihr Sehungen gesichtet. Und wie viele habt ihr beobachtet? 9 plus 5 sind 14. So, dann gehen wir jetzt gleich zur Übung. Auf geht's. 15 Ameisen waren auf dem Weg zu einem Picknick im Park. Da entdeckten 4 von ihnen einen Keks im Gras.
und liefern und liefen fort, um ihn zu fressen. Also, wenn 15 vorher waren, aber davon vier den Keks aufessen wollten, dann haben sich sozusagen vier verdünnisiert und damit haben wir noch Ameisen übrig blieben, nur noch 11. Ed hat diese Session 8 Tore für seine Fußballmannschaft geschossen. Javi hat 5 Tore geschossen. Schreibe eine Gleichung, mit der man errechnen kann, wie viele Tore Ed und Javi für ihre Mannschaft geschossen haben. Okay, das ist einfach. Wenn Ed, da haben wir die Zahl schon 8, 8 Tore geschossen hat und Javi 5, dann 8 plus 5. Insgesamt haben also, wenn man beide zusammenzählt, die Tore von beiden 13 Tore für die Mannschaft gemacht. Und weiter geht's. Eine Fischerin hat heute 16 Fische gefangen. Auf ihrem Weg zurück zur Küste sprang ein Wal über ihr Boot und fraß dabei 6 ihrer Fische. Das heißt, wie viel hat sie jetzt übrig? Dann ganz einfach, die Gleichung ist 16. Also die Antwort ist A und die Gleichung wäre 16 minus 6. Die Affen im Modewald sind immer schick angezogen und tragen etwas zum Hals. Tragen es um den Hals. 8 von ihnen tragen Fliegen, 4 tragen Krawatten. Wie viele Affen leben im Modewald? 12 Stück natürlich. So, als ich aus dem Fenster schaute, sah ich 8 Einhörnchen auf dem Baum und 5 Einhörnchen, die über die Wiese liefen. Wie viel sind das im Endeffekt? 8 plus 5 sind 13. Das heißt, hier habe ich einen Zehner, das ist ein Neuner und daher ist A das Richtige. Peter V. hatte 17 prächtige Schwanzfedern, 9 fielen ihm aus. Wie viel hatte er? Also auch ganz einfach. Zuerst rechnen wir 17 minus 7 und die 9 minus 7 sind 2 und dann rechnet ihr 10 minus 2 und dadurch habt ihr 8. 8 Fehler. So, Tanja hat 6 Damenspiele gewonnen und Mike hat 4 Spiele gewonnen. Schreibe eine Gleichung, mit der man errechnen kann, wie viele Damenspiele Arne und Mike insgesamt spielten. Also 6 plus 4 ist gleich 10. That's it. Haben wir das auch schon? Und zack. Weiter geht's. Es befanden sich 10 Personen im Schwimmbecken. Als es windig wurde, verließen einige Personen das Becken. Es befanden sich 6 Personen nach wie vor im Schwimmbecken. Wie viele Personen haben das Becken verlassen? Natürlich 4 Stück. Und weiter geht's. Und jetzt heißt es weiter rechnen. 8 Freunde machen einen Campingausflug. 5 von ihnen schliefen draußen in Schlafsäcken und der Rest in Zelten. Vervollständige Sätze, um herauszufinden, wie viele Freunde in Zelten schliefen. Also, wenn 8 Freunde einen Campingausflug machten und 5 von ihnen schliefen draußen in Schlafsäcken und der Rest in Zelten, dann waren das 3, die das taten. 3 schliefen in Zelten, 5 schliefen draußen plus 3 schliefen in Zelten, ist gleich 8 Freunde insgesamt. So, ich habe Käsepizzas für eine Party bestellt. Danach habe ich 3 Gemüsepizzas bestellt. Insgesamt habe ich für die Party 10 Pizzas bestellt. Wie viel Käsepizzas habe ich bestellt? Also, ich habe Käsepizzas für eine Party bestellt. Danach habe ich 3 Gemüsepizzas. Immer aufrichtig lesen. Das bedeutet 7 Stück. 7 Käsepizzas. Und auch hier das Gleiche wiederum. Es befassten sich einige Gorillas im Fitnesscenter am Gewichtheben. 3 andere Gorillas kamen, um Yoga zu machen. Jetzt sind 17 Gorillas im Fitnesscenter. Wie viele Gorillas waren am Gewichtheben? Ganz klar, 14 plus 3 sind ganz klar 17. 20 Ameisen haben ein paar Krümel gefressen. Eine war eine rote Ameise und der Rest waren schwarze Ameisen. Wie viele Ameisen waren schwarz? Oh, das sind natürlich 19. 19. Und weiter geht's. 14 Teddybären feierten eine Party. Einige von ihnen gingen zum Friseur. 8 Teddybären blieben auf der Party. Naja, ganz einfach. Wie viele Teddybären haben die Party verlassen?
Boah, also dann müssen wir einfach machen 14 minus 8 und dann haben wir daraus 6. 6 Teddybären. Also 6 Teddybären. Moment, einige von ihnen gingen zum Friseur. 8 Teddybären blieben auf der Party. Ja, 6 Teddybären. Immer nochmal nachrechnen, ne, dass wenn ihr unsicher seid oder wenn ihr sagt, okay, da bin ich mir nicht sicher, einfach nochmal nachrechnen und dann was. So, ich habe meine Mutter hat zum Geburtstag eine Kette aus 6 Perlen gebastelt. Davon waren 4 Perlen in Rot und der Rest in Grün. Also 2 waren dementsprechend grün und 4 rote Perlen plus 2 grüne Perlen ergibt 6 Perlen. Seht ihr? Einfach. Und weiter geht's. So, jetzt habt ihr noch, Noah hat 8 Bonbons, 5 isst er sofort auf. Wie viel hat er noch übrig? Na, wir lösen nächste Aufgaben zu vergleichen von Zahlen. Die Zahlen dieser Aufgabe sind kleiner als 10. Also ganz einfach. So, auf geht's. Drei, Ray und Carlos lesen. Carlos liest ein Kapitel in 4 Minuten und das sind 3 Minuten weniger als Ray braucht. So, das ist ganz einfach. 4 plus 3 sind 7. Wie lange braucht Ray J oder Ray, um ein Kapitel zu lesen? Er braucht so 7 Minuten, denn ganz klar, wenn hier steht, das sind 3 Minuten weniger wie Ray, dann hat er länger gebraucht und das heißt 7 Minuten. Also 4 plus 3 sind 7. Baba. Juhu, richtig. Eine Brombeere wiegt 8 Gramm, eine Kirsche wiegt 6 Gramm. Die Kirsche wiegt wie viel weniger als die Brombeere? Ganz klar, die Kirsche wiegt 2 Gramm weniger als die Brombeere. Cathy und Matt spielen ein Kartenspiel. Cathy hat 6 Karten, Matt hat 5 Karten mehr als Cathy. Also 11. Und weiter geht's. Sun Lee ist 18 Jahre alt, ihr Bruder Zeb ist 13 Jahre alt. Wie viele Jahre älter ist Sun Lee als Zeb? Ja, das ist einfach 5 Jahre. Und dann Sam ritt 8 Sekunden einen Bullen. Maddie ritt einen Bullen 2 Sekunden weniger als Sam, also 8 minus 2 sind 6. Jack schwamm 8 Runden, er schwamm 6 Runden weniger als Lea, wenn das so ist. Da muss man sagen, dass hier wieder Plus gemacht wird, denn Jack schwamm zwar 8 Runden, aber er schwamm 6 Runden weniger als Lea. Lea wiederum schwamm 6 Runden mehr und dadurch haben wir 8 plus 6 sind 14 Runden. Das heißt, Lea ist 14 Runden geschwommen. Und dann zum Schluss ein Tintenfisch. Hat 8 Arme, ein Seestern hat 5 Arme. Wie viel weniger Arme hat der Seestern als der Tintenfisch? Naja, das ist ganz klar. Er hat 3 Arme weniger. Und that's it. Wir sind fertig. Und weiter geht's. Nächste Aufgaben zum Vergleichen. Und nächste Übung. Und dürfen keine Denkfehler passieren. Weil wenn ihr Denkfehler macht, dann habt ihr die Aufgabe nicht verstanden. Es darf kein Fehler sein. So, ein paar Monster Trucks fuhren ein Rennen, 2 fielen aus und nur 4 haben das Rennen beendet. Also hier sind 6. Die Rockers haben eine CD mit 9 Songs aufgenommen. Ihre CD hat 4 Songs weniger als die CD, die Dustin Beamer aufgenommen hat. 4 Songs sind auch der von Beamer. Also 9 Songs. Also 13. Im Zoo gibt es 14 Pinguine, es gibt 6 Pinguine mehr als Löwen. Dann ist also, wie viele Löwen gibt es im Zoo? Das bedeutet, das müssen 8 sein. Und ein paar Affen führten eine Magieshow auf. 4 von ihnen machten eine Pause, 7 führen die Show weiter. Das würde bedeuten 11. Harry fuhr durch die Stadt und sah dabei 9 rote Ampeln. Er sah 2 rote Ampeln mehr als grüne. Wie viele grüne Ampeln hat Harry gesehen? Also wenn der Harry durch die Stadt fuhr und 9 rote Ampeln sah, aber er sah 2 rote Ampeln mehr als die grüne, wie viel? Naja. Harry, da müssten es 11 gewesen. Harry fuhr durch die Stadt und sah dabei 9 rote Ampeln. Er sah 2 rote Ampeln mehr als grüne.
Drei rote Ampeln mehr als grüne. Rote Ampeln. Ja, manchmal muss ich das nochmal lesen, weil ich mache immer so manchmal so Denkfehler. Er fand Harry durch den Stadtturm fuhr und dabei 9 rote Ampeln sah. Und dabei 2 rote Ampeln mehr als grüne sah. Dann müssten das 7 sein. Ja. Ja, also da müssen wir immer noch manchmal überlegen, ne? Was mache ich jetzt so? Wenn das so ist. Ah, er hat ja mehr gesehen. Er hätte 2 rote Ampeln mehr gesehen. Ne? Und daher sind das hier 7. Dann 7 Ampeln von den Grünen. Und weil er 2 mehr bei den Roten gesehen hat, sind das hier 7 und das hier 9. So, eine Gruppe von Zirkusbären bildete eine Pyramide. 3 fielen runter und 3 stiegen, ja, ganz klar, wie viele Bären bildeten die Pyramide? Das ist ganz einfach, das sind 6 Bären. Und jetzt zum Schluss. Und da haben wir 5, ganz klar. Und fertig sind wir. So. Also ihr merkt, so einfach ist es dann nicht. Auch ich muss manchmal nachdenken. Ne? Das ist sehr, sehr gut. So, du bist Profi, Meister, du kannst ein Level erreichen, also ein bisschen auf geht's. Danny kaufte 18 Geschenke, einen Teil dieser Geschenke gab er seiner Familie und die anderen 8 Geschenke für seine Freunde. Also heißt das, dass wie viele Geschenke Danny Familie bekommt? 10 Stück. Das haben wir ja schon gehabt. Das Ergebnis war 8. Und ein Fuchs lief 5 Meter, ein Eichhörnchen lief 7 Meter weiter als der Fuchs. Das bedeutet 12. 12 Glühwürmchen feierten im Sumpf eine Party. 8 von ihnen wurden von Fröschen gefressen. Ich habe nur gezeigt, wie man herausfindet, wie viele übrig geblieben sind. Naja, das ist die B-Antwort. Und jetzt zum Schluss noch, ein paar Fische tanzten auf einem Baumstamm. 7 Fische sind ins Wasser, okay. Das bedeutet vorher 9. Und das jetzt. So, dann haben wir hier noch Addition. 22 plus 10. Na. Aber die nächste Übung. Bereit zum Üben. Auf geht's. 57 zu 10. Jetzt wird nicht mehr in 10er gerechnet und 1er, sondern wir wissen ganz genau, dass eben 57 zu 10 67 sind. Ja, das sind 67. Und 10 plus 38 sind 48. 98. 57. 35, 53, 45 und fertig ist das Ganze. Und wieder das nächste. So, wenn ihr jetzt 23 bis 30 und überlegt, was das von Stern mit bedeutet. Genau, also das steht ja nochmal hier drin. Eins mehr als 76, genau, über das Addieren von Einern und Zehnern. Finde ein mehr, ein weniger oder 10 mehr und 10 weniger als eine Zahl. Ja? Das würde bedeuten, wenn ich es richtig verstanden habe, eins mehr als 76 ist 77, eins weniger als 76 ist 75. 10 mehr als 76 sind 86 und das sind 66. Überprüfe. Boom. Ja, eine ganz einfache Sache. Fülle die Lücken. 2 mehr als 76 sind 78. 2 weniger sind 74, sind 96 und sind 56. Ja, überprüfe und fertig. 2 mehr als 38 sind 40, 10 weniger als 30 sind 53 und 20 mehr als 80 sind 100.
Und auch hier richtig. Und jetzt geht es weiter. 2 weniger als 75 sind ganz klar 73, 96, 74. Und weiter geht's. 4 mehr als 35 ist 39, 75, 72, 28, 88, 94, 53, 25. Na. Wenn irgendwas hier falsch gemacht habt, dann kommt eine Warnung, dann könnt ihr nicht so einfach weitergehen. Ne? Addieren von einen oder zehnen ohne Übertrag. Also 71 zu 20 sind 91. 60 plus 31 sind 91. 38. 89, 53, 56 und 59. Na? Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Addiere. Und das ist hier auch einfach. Bis zu 4 Stück Zahlen addieren. Das ist einfach 22 plus 46 plus 17 plus 21. Und wie tut man das machen? Das heißt, ich fahre durch einen kleinen Trick hier. Einen ganz, ganz leichten Trick. Und zwar, ihr rechnet immer von rechts nach links. Nein, dadurch seid ihr keine Nazis. Wenn ihr es mit mir macht, ich bin Jud. Wie Juden haben wir einen Segen drauf. Nee, Spaß beiseite. Ne? Es könnte ja sein, ne? So ein bisschen auflockern, weil Mathematik ist irgendwann, wenn man schläfrig und müde ist, muss da ein dreckiger Witz her. Also, 2 plus 6 sind 8. 8 plus 7 sind 15 und 15 plus 1 sind 16. Das heißt, im Endeffekt 1 gemerkt und 6 unten, das heißt 1 plus 2 sind 3, plus 1 sind 4, 4 plus 4 sind 8 und 8 plus 2 sind 10. Das sind im Endeffekt 106. Ja. Und das können wir hier eintragen, 106. Und ob es richtig ist, sagt uns natürlich die Maschine. Und da seht ihr auch, wie ich gerechnet habe, ne? 6 ergibt dann sozusagen aus dem kleinen Ergebnis und dadurch habt ihr es einfacher. Ja. Und durch dieses 1 gemerkt, rechnet ihr das. Machen wir noch das gleiche nochmal, damit man es besser verstehen kann. 32 bis 21, auch hier ist es so, man könnte das im Kopf rechnen, aber man rechnet es halt ganz einfacher, indem man einfach zuerst die kleine Zahl rechnet. 2 plus 1 sind 3, 3 plus 4 sind 7 und 7 plus 9 sind 16, 1 gemerkt, 6 halten wir uns auf der Tabelle schon hier, ne? 6 können wir so hinhalten und dann sagen wir einfach 1 gemerkt, 1 plus 3, also auf unsere Merktabelle, ne? Oder Gedächtnis, also 1 plus 3 sind 4, plus 2 sind 6, plus 1 sind 7, plus 1 sind 8. Oh, somit hätten wir hier 86. Oh, und wir prüfen und es ist richtig. Also das ist ganz einfach zu rechnen. Viele machen das am Anfang zu sehr auf Zahlen verstreifen. Das braucht ihr nicht zu machen, sondern das ist der kleine Trick. 17 und der geht von links nach rechts und von oben nach unten genauso. Hier gehen wir weiter. Also 4 plus 3 sind wiederum 7 und 7 plus 1. Und ihr solltet auch wirklich so die Schritte machen, rechnen, denn das sieht auch eure Lehrer. Und wenn eure Lehrer sieht, dass ihr das so zu sehr im Kopf macht, dann sagt er, du hast es nicht verstanden, du Penner, du Arschloch.
Und deswegen Note 6. Also 4 plus 3 sind 7. 4 plus 3 sind 7. Hier machen wir also im Kopf unsere Endergebnisse, so ein Zwischenergebnis nennt man das. Und Zwischenergebnis sind 7. Dann nochmal plus 1 sind 8. Und 8 plus 6 sind, was sind das? Natürlich 14. Hier machen wir noch 4 rein und 1 gemerkt. Und 1 gemerkt. Und 1 plus 1 sind 2. 2 plus 2 sind 4. Und 4. Zwischenergebnis haben wir hier 4, ne? 4 plus 4 sind 8. Das heißt, hier haben wir einfach 84 und zack. Und auch hier geht es wieder so. Hier können wir also auch anfangen, entweder von der linken Seite und so wie einen Bogen addieren, ne? So, zack. Oder wir können auch anfangen von der anderen Seite, von rechts nach links machen. Ist eigentlich egal. Das Ergebnis ist das gleiche. Also 3 fangen wir von rechts nach links. 3 plus 5 sind 8. 8 plus 6 sind 14 und 14 plus 3 sind 17, 1 gemerkt, 7 und dann habe ich hier 5, ne, 5 plus 1 sind 6. Genau, 1 gemerkt dürft ihr nicht vergessen, ne, also wir merken uns jetzt die 1, 5 plus 1 sind 6, 7, 8 und die 1. Und die 1 haben wir uns gemerkt und dadurch habe ich hier 97 und fertig. Ja, ist ein bisschen jetzt verwirrend für den einen oder anderen gewesen. Moment mal, wo ist jetzt die 1 geblieben? Die habe ich jetzt noch nicht mitgerechnet. Die solltet ihr euch merken. Das heißt, wenn ihr rechnet, zuerst die kleinen, das sind meistens die Einer, ne? Also die Einer sind das, wenn ihr die Einer rechnet zuerst und danach rechnet ihr die Zehner, ne? Also 97. Kriegt ihr schon auf die Reihe, wenn nicht, einfach Kommentar reinschreiben. So, dann machen wir Next. Schauen wir uns das Video an. Genau, das ist sehr interessant. Das ist, Linz ist sicher nicht, wie man addieren soll. Und dann lernt man hier das Zerlegen. Das habe ich ja vor euch erklärt. Und dann geht es weiter und dann geht es hier. Auf geht's und fertig. So, zerlege zweistellige Aktionsaufgaben. Welche Rechnung führt zum rechten Ergebnis? Von 40 plus 43. Das ist nichts Großes, das ist 83. Und wie machen wir das Ganze? Wir zerlegen die Zehner. Die Zehner sind hier, das ist einmal die 4 hier und einmal hier die 4. Und das bedeutet, das Ergebnis wäre 4 Zehner plus 4 Zehner sind 80 plus 3 Einer sind 83. Von daher ist das das Richtige. Gleich mal oben die A ist richtig und machen und prüfen und weiter geht's. Welche Rechnung führt zum richtigen Ergebnis? 3 Zehner plus 5 Zehner sind im Endeffekt 8. Und 4 Einer plus 9 Einer, daraus entsteht 13, also das ist ein Zehner und 3 Einer. Und das bedeutet 3 plus 5, haben wir ja gemerkt, sind 8, dann plus die 1 sind 9 und das bedeutet 93. Dass wir das so rechnen, dass wir sagen, 3 plus 5, ja. Und dann müssen wir schauen, 30 plus 50, so kann man das auch rechnen, ne? 30 zu 50, ne? Und dann 4 plus 9. Das wäre dann das hier, das wäre das ein richtiges Ergebnis. Das ist also nicht richtig. Und weiter geht's. Welche Rechnung führt zum richtigen Ergebnis von 12 plus 84? Das sind 96. Und da ist ganz einfach. Ihr habt hier genau, das könnt ihr so machen. Schau ich mal, das ist es nicht, ne? Das ist falsch. Das wäre jetzt auch falsch. Da habt ihr das richtig. Das ist C, ein Zehner plus 18er plus 2, genau, das ist C. So, 20 plus 32 sind 52. Auch hier wieder das Gleiche. 20 plus 30 plus 2 ist dann Ergebnis B. Warum wird nicht gerechnet mit einer? 0 kann nicht addiert werden. 0 ist 0. Also ist in Mathematik einfach nicht existent. Und daher habt ihr nur hier 2 Zehner. In dem Fall einfach eine 20 plus 30 plus 2. Und that's it. Zweimal ist das. Nächste Aufgabe.
Ja, nächstes Video meine ich. Und dann kommt es die Aufgabe. Video geschaut, Übertrage anwenden beim Addieren von einstelligen Zahlen. Schauen wir uns mal das an. Haben wir denn da 5 plus, ne? Das ist ein bisschen komplizierter. Sonja addiert 5 plus 68, indem sie die 5 in eine 2 und eine 3 zerlegt. Genau, das kann man machen. Dann hat man halt hier 3 plus 2 plus, das ist am Anfang noch wirklich gut so, dass man das macht. Aber mit der Zeit werdet ihr das einfach im Kopf machen, ne? Dann werdet ihr das nicht brauchen, weil im Endeffekt das Zerlegen, ne? 2 plus 68 und dann kommt da die 3 und dann habt ihr am Ende das Endergebnis und dann 70. Und mit der Zeit könnt ihr das einfach im Kopf. Aber wenn der Lehrer das euch fragt und dann sagt ihr, der Andi, aber Herr Müller, es war ja Lehrer, und dann sagt, aber der Andi, der Lehrer hat gesagt, das muss man, das kann man so auch machen, und dann schnauzt Silke, nein, der Andi hat Unrecht, denn der Andi will euch das richtig beibringen, wie ein Lehrer das euch auch beibringt, und daher bitte macht das so, dass ihr die Zwischenergebnisse dem Lehrer zeigt, sodass es auch nachvollziehbar ist. Also, wir machen das so. Jetzt, das Ganze natürlich schreiben wir hier rein. Boom, ist richtig, ganz klar. Und ich rechne das mittlerweile jetzt schneller im Kopf. Ne, also 85 plus 9, das sind dann dementsprechend 94. Dann geht es dann schnell weiter. Dann sind es 42. Das geht dann ganz flutscht. 93 plus 41. 67 sind, ja genau, sind 73, 54 und da haben wir hier noch zum Schluss die 32, genau, und fertig. Ja. Dann kommt noch ein Quiz, dann machen wir auf geht's und dann fängt wieder das gleiche an und hier das gleiche, also rechnen wir 9, es geht bei mir so schnell, dass ich dann sage, 16, 1 gemerkt, dann sage ich 6, dann sage ich 7, plus 1 sind 8, 18, 12, also 12 und zack, es geht ganz schnell. 19 plus 4 sind ganz klar 23, dann Thomas ist sich nicht sicher, wie er 54 addieren soll und das hatten wir ja vorher gehabt, 5 Zehner, 2 Zehner, 4 Einer und zack. Und next. Und dann haben wir hier das gleiche. Das heißt 2, 3, also 2 plus, ne? Und dann 2, ich rechne schon im Kopf, dann 3, 5, 9, 9. Und hier 4, 7, 8, 9. Das sind also 199. Und weiter geht's. Das sind 91. Und flups, die Obst und wir sind fertig. That's it. Und fertig. Abschlusstest habt ihr dann zum Schluss. Ganz einfach Abschlusstest. Das machen wir noch gleich gemeinsam, aber vorher muss ich noch meine Einkäufe machen. Solltet ihr auch machen und dann sind wir gleich wieder da. Von vorne, ich will keine Fehler, dann wird es euch nicht angezählt. Das finde ich auch gut hier bei Khan Academy. Und so könnt ihr sagen, okay, jetzt mache ich von vorne und diesmal mache ich es richtig. Ne? Bis ihr also fehlerfrei das macht, ja, dadurch habt ihr es auch verstanden. So, 9 ist gleich 16, das heißt, diese Zahl ist größer und die muss kleiner sein. Also 16 minus 7. Denn wenn ich 16 minus 7 rechne, dann habe ich auch am Ende die 9 raus. Hier genau das gleiche, nur halt eben anders. Wenn hier eine 11 ist, muss die 11 hier, also eine größere Zahl als die 5 haben, aber das darf nicht größer als die 11 sein. Okay? Das bedeutet, hier haben wir definitiv eine 6. Die 6 muss größer sein, also diese Zahl, wenn sie da auf der rechten Seite ist, muss sie größer sein als die linke Zahl, mit der addiert wird. Ja? So einfach ist das. Der vollständigen Gleichung, auch hier 7 ist gleich 7, das heißt 7 plus 7 sind in dem Fall 14. Denn 14 minus 7 sind 7.
Hier wird es ein bisschen anders wieder. Hier ist auch gleiche. 9 plus ist gleich 17. In dem Fall ist es hier eine 8, denn 9 plus 8 sind 17. Und hier gehen wir weiter, vervollständigen die Gleichung. Auch hier 8, also ist gleich. Ganz klar, hier müsst ihr aufpassen, hier machen viele einen Fehler. Es kann keine 8 sein, es kann auch keine 10 sein. Es muss also eine 12 sein, denn 12 minus 4 ist 8. Ja, einfach sein. Vervollständige die Gleichung, auch hier wiederum das gleiche, 16, also ist gleich 16, wenn die Zahl 8 plus 8 addiert wird. Ne? Das könnt ihr überprüfen, indem ihr eine 10 macht, 10 plus 8 sind 18, 9 plus 8 sind 17 und 8 plus 8 sind 16. Und die letzte Aufgabe noch, vervollständige die Gleichung, 2 ist gleich 14, das heißt, diese Zahl ist klein und die ist der größere Wert und die muss aber hier kleiner sein als diese Zahl, ne, damit das Ergebnis auf 2 bekommt. 14 minus 12, wie sind das? Das sind natürlich 2. Und that's it. Und weiter geht's in Quiz. So, also in 8 bis 11 Minuten, also Quiz und Aufgaben. Findet ihr ihre korrekte Gleichung, wähle eine Lösung. 2 ist gleich 3 minus 2, nein. 8 ist gleich 3 plus 3, nein. Das korrekte wäre 10, 0 ist gleich 3, denn 3 minus 3 sind 0. Und nächste Aufgabe, vervollständige Gleichung, hatten wir ja vorher gehabt. 8 plus 8 sind 16, dann das nächste, wähle die Lösung. 1 plus 3, nein. 1 plus 2, ja. Und zack, weiter geht's. Vervollständige Gleichung, auch hier hatten wir schon mal gehabt. Das ist natürlich 12. Und das letzte ist, wenn 2 plus 3 5 ergibt, dann kann das nicht stimmen. Aber wenn 10 plus 1 11 sind, ist gleich 1 plus 10 auch 11, dann stimmt das. Und dann haben wir das Richtige und sind fertig. That's it. Jetzt geht's weiter natürlich. Jetzt haben wir hier wieder Textaufgaben zur Addition und Subtraktion Superhelden. Das ist ganz klar, 9 waren gestreift und 5 waren gefleckt. Wie viele Sehungen habt ihr beobachtet? Also 9 plus, ne? Und auf eurer Klassenwand nach Schottland habt ihr Sehungen gesichtet. Und wie viele Sehungen habt ihr beobachtet? 9 plus 5 sind 14. So, gehen wir jetzt gleich zur Übung. Auf geht's. 15 Ameisen waren auf dem Weg zu einem Picknick im Park. Da entdeckten 4 von ihnen einen Keks im Gras und liefen fort, um ihn zu fressen. Also, wenn 15 vorher waren, aber davon 4 den Keks aufessen wollten, dann haben sich sozusagen 4 verdünnisiert. Und damit haben wir noch Ameisen übrig geblieben, nur noch 11. Ed hat diese Session 8 Tore für seine Fußballmannschaft geschossen. Javi hat 5 Tore geschossen. Schreibe eine Gleichung, mit der man errechnen kann, wie viele Tore Ed und Javi für ihre Mannschaft geschossen haben. Okay, das ist einfach. Wenn Ed, da haben wir die Zahl schon 8, 8 Tore geschossen hat und Javi 5, dann 8 plus 5. Insgesamt haben also, wenn man beide zusammenzählt, die Tore von beiden 13 Tore für die Mannschaft gemacht. Und weiter geht's. Eine Fischerin hat heute 16 Fische gefangen. Auf ihrem Weg zur Küste sprang ein Wal über ihr Boot und fraß dabei 6 ihre Fische. Das heißt, wie viel hat sie jetzt übrig? Dann ganz einfach, die Gleichung ist 16. Also die Antwort ist A und die Gleichung wäre 16 minus 6. Die Affen im Modewald sind immer schick angezogen und tragen etwas zum Hals. Tragen es um den Hals. 8 von ihnen tragen Fliegen, 4 tragen Krawatten. Wie viele Affen leben im Modewald? 12 Stück natürlich. So, als ich aus dem Fenster schaute, sah ich 8 Einhörnchen auf dem Baum und 5 Einhörnchen, die über die Wiese liefen. Wie viel sind das im Endeffekt? 8 plus 5 sind 13. Das heißt, hier habe ich einen 10er, das ist ein 9er
Von daher ist A das Richtige. Peter V hatte 17 prächtige Schwanzfedern, 9 fielen ihm aus. Wie viel hatte er? Also auch ganz einfach. Zuerst rechnen wir 17 minus 7. Und die 9 minus 7 sind 2. Und dann rechnet ihr 10 minus 2. Und dadurch habt ihr 8. 8 Fehler. So, Tanja hat 6 Damen Spiele gewonnen und Mike hat 4 Spiele gewonnen. Schreibe eine Gleichung, mit der man errechnen kann, wie viele Damen Spiele Arne und Mike insgesamt spielten. Also 6 plus 4 ist gleich 10. Haben wir das auch schon? Und zack. Hoffentlich habt ihr Pause gemacht. Und jetzt heißt es weiter rechnen. 8 Freunde machen einen Campingausflug. 5 von ihnen schliefen draußen in Schlafsäcken und der Rest in Zelten. Vervollständige Sätze, um herauszufinden, wie viele Freunde in Zelten schliefen. Also, wenn 8 Freunde einen Campingausflug machten und 5 von ihnen schliefen draußen in Schlafsäcken und der Rest in Zelten, dann waren das 3, die das taten. 3 schliefen in Zelten. 5 schliefen draußen plus 3 schliefen in Zelten, ist gleich 8 Freunde insgesamt. So, ich habe Käsepizzas für eine Party bestellt, danach habe ich 3 Gemüsepizzas bestellt. Insgesamt habe ich für die Party 10 Pizzas bestellt. Wie viel Käsepizzas habe ich bestellt? Also, ich habe Käsepizzas für eine Party bestellt, danach habe ich 3 Gemüsepizzas. Immer aufrichtig lesen, das bedeutet 7 Stück, 7 Käsepizzas. Und auch hier das gleiche wiederum, es befassten sich einige Gorillas im Fitnesscenter am Gewichtheben. 3 andere Gorillas kamen, um Yoga zu machen, jetzt sind 17 Gorillas im Fitnesscenter. Wie viele Gorillas waren am Gewichtheben? Ganz klar, 14 plus 3 sind ganz klar, 17. 20 Ameisen haben ein paar Krümel gefressen. Eine war eine rote Ameise und der Rest waren schwarze Ameisen. Wie viel Ameisen waren schwarz? Oh, das sind natürlich 19. 19. Und weiter geht's. 14 Teddybären feierten eine Party. Einige von ihnen gingen zum Friseur. 8 Teddybären blieben auf der Party. Naja. Ganz einfach. Wie viele Teddybären haben die Party verlassen? Boah, also müssen wir einfach machen 14 minus 8. Und dann haben wir daraus 6. 6 Teddybären. Also 6 Teddybären. Moment. Einige von ihnen gingen zum Friseur. 8 Teddybären blieben auf der Party. Ja, 6 Teddybären. Immer nochmal nachrechnen, ne, dass wenn ihr unsicher seid oder wenn ihr sagt, okay. Da bin ich mir nicht sicher. Einfach nochmal nachrechnen und dann was. So, ich habe meine Mutter zum Geburtstag eine Kette aus 6 Perlen gebastelt. Davon waren 4 Perlen in Rot und der Rest in Grün. Also 2 waren dementsprechend grün und 4 rote Perlen plus 2 grüne Perlen ergibt 6 Perlen. Seht ihr? Einfach. Und weiter geht's. So, jetzt habt ihr noch, Noah hat 8 Bonbons. 5 isst er sofort auf. Wie viel hat er noch übrig? Na? Wir lösen nächste Aufgaben zu vergleichen von Zahlen. Die Zahlen dieser Aufgabe sind kleiner als 10. Also ganz einfach. So, auf geht's. Drei, Ray und Carlos lesen. Carlos liest ein Kapitel in 4 Minuten und das sind 3 Minuten weniger als Ray braucht. So, das ist ganz einfach. 4 plus 3 sind 7. Wie lange braucht Ray J oder Ray, um ein Kapitel zu lesen? Der braucht so 7 Minuten, denn ganz klar, wenn hier steht, das sind 3 Minuten weniger wie Ray, dann hat er länger gebraucht. Und das heißt 7 Minuten. Also 4 plus 3 sind 7. Baba. Juhu, richtig. Eine Brombeere wiegt 8 Gramm, eine Kirsche wiegt 6 Gramm. Die Kirsche wiegt wie viel weniger als die Brombeere? Ganz klar, die Kirsche wiegt 2 Gramm weniger als die Brombeere. Catty und Matt spielen ein Kartenspiel. Catty hat 6 Karten, Matt hat 5 Karten mehr als Catty. Also 11. Und weiter geht's. Sun Lee ist 18 Jahre alt, ihr Bruder Zeb ist 13 Jahre alt. Wie viele Jahre älter ist Sun Lee als Zeb?
Ja, das ist einfach 5 Jahre. Und dann Sam ritt 8 Sekunden einen Bullen. Maddie ritt einen Bullen 2 Sekunden weniger als Sam, also 8 minus 2 sind 6. Jack schwamm 8 Runden, er schwamm 6 Runden weniger als Lea, wenn das so ist. Dann muss man sagen, dass hier wieder Plus gemacht wird, denn Jack schwamm zwar 8 Runden, aber er schwamm 6 Runden weniger als Lea. Lea wiederum schwamm 6 Runden mehr und dadurch haben wir 8 plus 6 sind 14 Runden. Das heißt, Lea ist 14 Runden geschwommen. Und dann zum Schluss, ein Tintenfisch hat 8 Arme, ein Seestern hat 5 Arme. Wie viel weniger Arme hat der Seestern als der Tintenfisch? Naja, das ist ganz klar, er hat 3 Arme weniger. Und that's it. Wir sind fertig. Und weiter geht's. Und dürfen keine Denkfehler passieren. Weil wenn ihr Denkfehler macht, dann habt ihr die Aufgabe nicht verstanden. Es darf kein Fehler sein. So. Ein paar Monster Trucks fuhren ein Rennen. 2 fielen aus. Und nur 4 haben das Rennen beendet. Also hier sind 6. Die Rockers haben eine CD mit 9 Songs aufgenommen. Ihre CD hat 4 Songs weniger als die CD, die das dem Beamer aufgenommen hat. Vier Songs sind auf der vom Beamer. Also 9 Songs. Also 13. Im Zoo gibt es 14 Pinguine. Es gibt 6 Pinguine mehr als Löwen. Dann ist also, wie viele Löwen gibt es im Zoo? Das bedeutet, das müssen 8 sein. Und ein paar Affen führten eine Magieshow auf. 4 von ihnen machten eine Pause. 7 führen die Show weiter. Das würde bedeuten 11. Harry fuhr durch die Stadt und sah dabei 9 rote Ampeln. Er sah 2 rote Ampeln, mehr als grüne. Wie viele grüne Ampeln hat Harry gesehen? Also wenn der Harry durch die Stadt fuhr und 9 rote Ampeln sah, aber er sah 2 rote Ampeln mehr als die grüne, wie viel? Naja. Harry, da müssten es 11 gewesen. Harry fuhr durch die Stadt und sah nochmal 9 rote Ampeln. Er sah 2 rote Ampeln mehr als grüne. 3 rote Ampeln mehr als grüne. Rote Ampeln. Ja, manchmal muss ich das nochmal lesen, weil ich mache immer so manchmal so Denkfehler. Er fand Harry durch den Stadt fuhr und dabei 9 rote Ampeln sah. Und dabei 2 rote Ampeln mehr als grüne sah. Dann müssten das 7 sein. Ja. Ja, also da müssen wir immer noch manchmal überlegen, ne? Was mache ich jetzt, wenn das so ist? Ah, er hat ja mehr gesehen. Er hat ja 2 rote Ampeln mehr gesehen. Ne? Und daher sind das hier 7. Da 7 Ampeln von den Grünen. Und weil er 2 mehr bei den Roten gesehen hat, sind das hier 7 und das hier 9. So, eine Gruppe von Zirkusbären bildete eine Pyramide. 3 fielen runter und 3 stehen ganz klar. Wie viele Bären bildeten die, also wie viele Bären bildeten die Pyramide? Das ist ganz einfach, das sind 6 Bären. Und jetzt zum Schluss. Und da haben wir 5, ganz klar. Und fertig sind wir. Ja. Also ihr merkt, so einfach ist es dann nicht. Auch ich muss manchmal nachdenken. Ne? Das ist sehr, sehr gut. So, du bist Profi, Meister, du kannst in deinem Level erreichen, also ein bisschen auf geht's. Danny kaufte 18 Geschenke, einen Teil dieser Geschenke gab er seiner Familie und die anderen 8 Geschenke für seine Freunde. Also heißt das, dass wie viel Geld hat denn die Familie bekommen? 10 Stück. Das haben wir ja schon gehabt. Das Ergebnis war 8. Und ein Fuchs lief 5 Meter, ein Eichhörnchen lief 7 Meter weiter als der Fuchs. Das bedeutet 12. 12 Glühwürmchen feierten im Sumpf eine Party. 8 von ihnen wurden von Fröschen gefressen.
Echo-Anbau zeigt, wie man rausfindet, wie viele übrig geblieben sind. Naja, das ist die B-Antwort. Jetzt zum Schluss noch, ein paar Fische tanzten auf einem Baumstamm. 7 Fische sind ins Wasser, okay. Das bedeutet vorher 9. Und das jetzt. So, dann haben wir hier noch Addition. 22 plus 10. Na. Oh, die nächste Übung. Bereit zum Üben. Auf geht's. 57 zu 10. Jetzt wird nicht mehr in 10er gerechnet und 1er, sondern wir wissen ganz genau, dass eben 57 zu 10 67 sind. Ja, sind 67. Und 10 plus 38 sind 48. 98. 57, 35, 53, 45 und fertig ist das Ganze. Und wieder das nächste. So, dann hättet ihr zu 23 bis 30 und überlegt, was das für ein Sternwert bedeutet. Genau, also das steht ja nochmal hier drin. Ich glaube, das müssen wir uns anschauen. Das habe ich, glaube ich, vergessen, was das bedeutet. Schon lange her. Bei der 23 steht eine 2 in der 10er Stelle. Diese 2 steht für 2 Zehner. 2 Zehner habe ich hier eine aufgemalt. Hier siehst du sich. Und diese 3 Einer sind das gleiche wie 3, sind das 23. Das schreibe ich gleich einmal auf. Hier schreibe ich 23 ist das gleiche wie 2 Zehner plus 3 Einer. Was wäre, wenn du zu diesen 23 zum Beispiel 30 hinzufügen würdest? Also, du hast 23, eine 2 Zehner Stelle, eine 3 Einer Stelle und addierst dazu 30. Also plus 30 plus 13 und 0 ein. Aber 53. Was kommt denn da heraus? Du fängst mit 23 an. Diese ja. Ja. Also passt wunderbar. 1 mehr als 76. Genau. Über das Addieren von Einern und Zehnern. Finde ein mehr. Ein Finde ein mehr, ein weniger oder 10 mehr und 10 weniger als eine Zahl. Ja? Das würde bedeuten, wenn ich es richtig verstanden habe, 1 mehr als 76 ist 77, 1 weniger als 76 ist 75, 10 mehr als 76 sind 86 und das sind 66. Überprüfe. Boom. Ja, eine ganz einfache Sache. Fülle die Lücken. 2 mehr als 76 sind 78. 2 weniger sind 74, sind 96 und sind 56. Ja, überprüfe und fertig. 2 mehr als 38 sind 40. 10 weniger als 30 sind 53. Und 20 mehr als 80 sind 100. Und auch hier richtig. Und jetzt geht es weiter. 2 weniger als 75 sind ganz klar 73, 96, 74. Und weiter geht's. 4 mehr als 35 ist 39, 75, 72. 28, 88, 94, 53, 25,
Na. Wenn irgendwas ihr falsch gemacht habt, dann kommt eine Warnung. Dann könnt ihr nicht so einfach weitergehen. Ne? Addieren von einen oder zehnen ohne Übertrag. Also 71 zu 20 sind 91. 60 plus 31 sind 91. 38. 89. 53. 56 und 59. Na? Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Addiere. Und das ist hier auch einfach, bis zu 4 Stück Zahnradinger. Das ist einfach 22 plus 46 plus 17 plus 21. Und wie tut man das machen? Das heißt, ich fahre durch einen kleinen Trick hier, einen ganz, ganz leichten Trick. Und zwar, ihr rechnet immer von rechts nach links. Nein, dadurch seid ihr keine Nazis. Wenn ihr es mit mir macht, ich bin Jud, wie Juden. Haben wir einen Segen drauf? Nee, Spaß beiseite. Es ne? Könnte ja sein, ne? Ha! So ein bisschen auflockern, weil Mathematik ist irgendwann, wenn man schläfrig und müde ist, muss da ein dreckiger Witz her. Also, 2 plus 6 sind 8. 8 plus 7 sind 15 und 15 plus 1 sind 16. Das heißt, im Endeffekt 1 gemerkt und 6 unten, das heißt 1 plus 2 sind 3, plus 1 sind 4, 4 plus 4 sind 8 und 8 plus 2 sind 10. Das sind im Endeffekt 106. Ja. Und das können wir hier eintragen, 106. Und ob es richtig ist, sagt uns natürlich die Maschine. Und da seht ihr auch, wie ich gerechnet habe, ne? 6 ergibt dann sozusagen aus dem kleinen Ergebnis und dadurch habt ihr es einfacher. Und durch dieses 1 gemerkt, rechnet ihr das. Machen wir noch gleiche nochmal, das gleiche nochmal, damit man es besser verstehen kann. 32 bis 21. Auch hier ist es so, man könnte das im Kopf rechnen, aber man rechnet es halt ganz einfacher, indem man einfach zuerst die kleine Zahl rechnet. 2 plus 1 sind 3, 3 plus 4 sind 7 und 7 plus 9 sind 16, 1 gemerkt, 6 halten wir uns auf der Tabelle schon hier, ne? 6 können wir so hinhalten und dann sagen wir einfach 1 gemerkt, 1 plus 3, also auf unsere Merktabelle, ne? Oder im Gedächtnis. Also 1 plus 3 sind 4, plus 2 sind 6, plus 1 sind 7, plus 1 sind 8. Oh. Somit hätten wir hier 86. Oh. Und gehen überprüfen und es ist richtig. Also das ist ganz einfach zu rechnen. Viele machen das am Anfang zu sehr auf Zahnfleischstreifen. Das braucht ihr nicht zu machen, sondern das ist der kleine Trick 17 und der geht von links nach rechts und von oben nach unten genauso. Hier gehen wir weiter. Also 4 plus 3 sind wiederum 7 und 7 plus 1. Und ihr solltet auch wirklich so die Schritte machen, rechnen, denn das sieht auch eure Lehrer. Und wenn eure Lehrer sieht, dass ihr das so zu sehr im Kopf macht, dann sagt er, du hast es nicht verstanden, du Penner, du Arschloch. Und deswegen Note 6. Also 4 plus 3 sind 7, 4 plus 3 sind 7. Hier machen wir also im Kopf unsere Endergebnisse, so ein Zwischenergebnis nennt man das, und ein Zwischenergebnis sind 7, dann nochmal plus 1 sind 8 und 8 plus 6 sind, was sind das? Natürlich 14, hier machen wir noch 4 rein und 1 gemerkt und 1 gemerkt und 1 plus 1 sind 2, 2 plus 2 sind 4 und 4, Zwischenergebnis haben wir hier 4, ne? 4 plus 4 sind 8. Das heißt, hier haben wir einfach 84 und zack. Und auch hier geht es wieder so. Hier können wir also auch anfangen, entweder von der linken Seite und so wie einen Bogen addieren, ne? So, zack. Oder wir können auch anfangen von der anderen Seite
von rechts nach links machen. Ist eigentlich egal, das Ergebnis ist das gleiche. Also 3 fangen wir von rechts nach links, 3 plus 5 sind 8, 8 plus 6 sind 14 und 14 plus 3 sind 17, 1 gemerkt, 7 und dann habe ich hier 5, ne? 5 plus 1 sind 6. Genau, 1 gemerkt dürft ihr nicht vergessen. Ne? Also wir merken uns jetzt die 1, 5 plus 1 sind 6, 7, 8 und die 1. Und die 1 haben wir uns gemerkt und dadurch habe ich hier 97 und fertig. Ja, ist ein bisschen jetzt verwirrend für den einen oder anderen gewesen. Moment mal, wo ist jetzt die 1 geblieben? Die habe ich jetzt noch nicht mitgerechnet. Die solltet ihr euch merken. Das heißt, wenn ihr rechnet, zuerst die kleinen, das sind meistens die Einer, ne? Also die Einer sind das, wenn ihr die Einer rechnet zuerst und danach rechnet ihr die Zehner, ne? Also 97. Kriegt ihr schon auf die Reihe, wenn nicht, einfach Kommentar reinschreiben. So, dann machen wir Next. Schauen wir uns das Video an. Genau, das ist sehr interessant. Das ist, Linz ist sicher nicht, wie man addieren soll. Und dann lernt man hier das Zerlegen. Das habe ich ja vor euch erklärt. Und dann geht es weiter und dann geht es hier. Auf geht's und fertig. So, zerlege zweistellige Aktionsaufgaben. Welche Rechnung führt zum richtigen Ergebnis? Von 40 plus 43. Das ist nichts Großes, das ist 83. Und wie machen wir das Ganze? Wir zerlegen die Zehner. Die Zehner sind hier, das ist einmal die 4 hier und einmal hier die 4. Und das bedeutet, das Ergebnis wäre 4 Zehner plus 4 Zehner sind 80 plus 3 Einer sind 83. Von daher ist das das Richtige. Gleich mal oben die A ist richtig und machen und prüfen und weiter geht's. Welche Rechnung führt zum richtigen Ergebnis? 3 Zehner plus 5 Zehner sind im Endeffekt 8. Und 4 Einer plus 9 Einer, daraus entsteht 13, also das ist ein Zehner und 3 Einer. Und das bedeutet 3 plus 5, haben wir ja gemerkt, sind 8, dann plus die 1 sind 9 und das bedeutet 93. Das würde heißen, dass wir das so rechnen, dass wir sagen, 3 plus 5, ja. Und dann müssen wir schauen, 30 plus 50, so kann man das auch rechnen, ne? 30 zu 50, ne? Und dann 4 plus 9. Das wäre dann das hier, das wäre das ein richtiges Ergebnis. Das ist also nicht richtig. Und weiter geht's. Welche Rechnung führt zum richtigen Ergebnis? Von 12 plus 84, das sind 96. Und da ist ganz einfach. Ihr habt hier... genau, das könnt ihr so machen. Schau ich mal, das ist es nicht. Ne? Das ist falsch. Das wäre jetzt auch falsch. Da habt ihr es richtig. Das ist C. Ein Zehner plus 18er plus 2. Genau, das ist C. So, 20 plus 32 sind 52. Auch hier wieder das Gleiche. 20 plus 30 plus 2 ist dann Ergebnis B. Warum wird nicht gerechnet mit einer? 0 kann nicht addiert werden. 0 ist 0. Also ist in Mathematik einfach nicht existent. Und daher habt ihr nur hier 2 Zehner. In dem Fall einfach eine 20 plus 30 plus 2. Und that's it. So einfach ist das. Nächste Aufgabe. Nächstes Video meine ich. Und dann kommt die Aufgabe. Video geschaut, Übertrage anwenden beim Addieren von einstelligen Zahlen. Schauen wir uns mal das an. Haben wir denn da 5 plus, ne? Das ist ein bisschen komplizierter. Sonja addiert 5 plus 68, indem sie die 5 in eine 2 und eine 3 zerlegt. Genau, das kann man machen. Dann hat man halt hier 3 plus 2 plus. Das ist am Anfang noch wirklich gut so, dass man das macht. Aber mit der Zeit werdet ihr das einfach im Kopf machen. Ne? Dann werdet ihr das nicht brauchen. Weil im Endeffekt das Zerlegen ja,
2 plus 68 und dann kommt da die 3 und dann habt ihr am Ende das Endergebnis und dann 70. Und mit der Zeit kriegt ihr das einfach im Kopf. Aber wenn der Lehrer das euch fragt und dann sagt ihr, der Andi, aber Herr Müller, das war ja Lehrer, und dann sagt, aber der Andi, Herr Lehrer, hat gesagt, das muss man, das kann man so auch machen, und dann schnauzt Silke, nein, der Andi hat Unrecht, denn der Andi will euch das richtig beibringen, wie ein Lehrer das euch auch beibringt, und daher bitte macht das so, dass ihr die Zwischenergebnisse dem Lehrer zeigt, sodass es auch nachvollziehbar ist. Also, wir machen das so, jetzt, indem wir sagen, 80, 89 tun wir in zerteilen, also einmal eine 8, 80, dann haben wir 9, Klammer auf, 9 plus 7, Klammer zu, und dann haben wir halt eben daraus, wenn Stimmen plus 7 sind, 16, und dann habe ich eine 1, und dann 80 plus 10 sind 90, und dann 90 plus 7, ja, 90 plus, meine ich, durch plus 6 sind 96. Ne? Also, das Ganze natürlich schreiben wir hier rein. Boom, ist richtig, ganz klar. Und ich rechne das mittlerweile jetzt schneller im Kopf. Ne? Also 85 plus 9, das sind dann dementsprechend 94. Dann geht es dann schnell weiter. Dann sind es 42. Das geht dann ganz flutscht. Dann sind es bloß 41. 67 sind genau, sind 73, 54 und da haben wir hier noch zum Schluss die 32, genau, und fertig. Ja. Dann kommt noch ein Quiz, dann machen wir auf geht's und dann fängt wieder das gleiche an und hier das gleiche, also rechnen wir 9, es geht bei mir so schnell, dass ich dann sage, 16, 1 gemerkt, dann sage ich 6, dann sage ich 7, plus 1 sind 8, 18, 12, also 12 und zack, es geht ganz schnell. 19 plus 4 sind ganz klar 23, dann Thomas ist sich nicht sicher, wie er 54 addieren soll und das hatten wir ja vorher gehabt, 5 Zehner, 2 Zehner, 4 Einer und zack. Und next. Und dann haben wir hier das gleiche. Das heißt 2, 3, also 2 plus, ne? Und dann 2, ich rechne schon im Kopf, dann 3, 5, 9, 9. Und hier 4, 7, 8, 9. Das sind also 199. Und weiter geht's. Das sind 91 und flups, die Ups, und wir sind fertig. That's it. Und fertig. Abschlusstest habt ihr dann zum Schluss. Ganz einfach Abschlusstest. Das machen wir noch gleich gemeinsam, aber vorher muss ich noch meine Einkäufe machen. Solltet ihr auch machen. Und dann sind wir gleich wieder da.